Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Transocean in der Transtube mit der C-Tube. Mein Gott, jetzt haben wir so viel Tube. Wir drehen uns jetzt hier auf der Stelle. Fast auf der Stelle. Was normalerweise die Schlepper machen, machen wir hier aus dem FF. Ihr seht hier unten die Karte. Ich bin immer noch nicht richtig gedreht. Ich muss rückwärts laufen. Und muss mich hier ganz schnell drehen. So, ich sollte ein bisschen Gas wegnehmen. So, jetzt schlage ich hier wieder und gebe wieder Vollgas hier, damit wir hier aus dem Hafen rauskommen. So, und ihr seht, wie schön wir schleudern. Also, nichtsdestotrotz einmal schön hier rausfahren, bitte. Aus dem Hafen. Das kostet uns natürlich Zeit. Aber die Zeit nehmen wir uns, bevor wir uns jetzt einen Schlepper rufen. So, dann drehen wir die Maschinen hoch. So, einmal stark einschlagen und dann schleudern wir um die Ecke rum. Aber man muss schon Gefühl haben für solche Kähne. So ein 3000 Tonnen Schiff mit 100 Meter Länge. Macht schon Spaß damit, um reinzuheizen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier kommen wir hin, wunderbar. Also, wir haben es geschafft ohne Probleme. So, und dann fahren wir jetzt mal, bis wir jetzt da sind. So, wir sind aber doch da. So, manuell. Also, heute wird er fällig. Und wie gesagt, wir liefern jetzt heute ab. Kein Thema. Kein Thema. So, also. Es sollte keine Probleme geben mit dem Termin heute. In den Häfen darf man auch nicht so schnell fahren, so wie wir jetzt hier haben. Wenn man ja über den Rhein und so fährt, dann gibt es ja noch ein Kaupwerk, nennt sich das. Das ist der Tiefgang des Schiffes und man muss... wir verheddeln uns. Und man muss achten oder man darf nur so viel laden, wie viel Tiefgang denn diesmal auf dem Rhein zugelassen ist. Das nennt man Gaupwert. Und nichtsdestotrotz haben wir das jetzt hier. Das ist ein Tiefwasserhafen, wird das sein. Wenn wir jetzt hier anlegen und ja. Ah, wir krachen glaube ich vorne mit dem Bug zusammen. Ich hoffe es nicht. Also, es sollte noch mal gut gegangen sein. So, wir sind da und können abliefern. Dann haben wir jetzt mal richtig Kohle bekommen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und wir sollten eigentlich alles erledigt haben. Allerdings werden wir wahrscheinlich jetzt hier, also ihr seht, wir haben jetzt 2 Millionen tanken müssen. Ne? Was kostet hier der Sprit? Oh, der Sprit ist jetzt ziemlich teuer, deswegen will ich hier nicht voll tanken. Sondern ich nehme nur begrenzt Spritpreise auf. Da müssen wir auch gucken, dass wir hier eine vernünftige Bunkeranlage finden, wo wir immer auftanken können. So, nichtsdestotrotz, also wir haben einen Terminfracht gemacht. Dann schauen wir mal, dass wir eine neue bekommen. Auftragsliste, was haben wir denn da? Nach Hamburg. Ich möchte jetzt erstmal meine Knoten reduzieren. Das geht so mal gar nicht. So. Dann hätten wir Post-Agrargüter, 66 Toy, 105 Toy wären das allerdings. Besser als leer zu fahren, ne? Und dann können wir die zwei, können wir doch laden, oder nicht? Ja, dann machen wir das doch mal. Dann laden wir die zwei, dann haben wir 160 Toys geladen. Sie sind wir zwar immer noch nicht ausgelastet, aber egal, shit happens. So, wir nehmen das Ganze an und ich würde sagen... 12 Tage haben wir, in 11 Tagen sind wir da, wenn wir diese Geschwindigkeit fahren. Dann legen wir doch jetzt einfach mal ab nach
Was haben wir jetzt gesagt? Wo müssen wir hin? What? Hier müssen wir doch hin jetzt, ne? Müssen wir jetzt nach Stockholm oder wo müssen wir jetzt hin? Ja, genau. Also, dann legen wir jetzt ab nach Almau, bitteschön. Ne, Quatsch, das ist doch gelogen. Wir müssen doch gar nicht nach Stockholm. Warte mal. Doch, wir müssen noch dahin, ne? Ach du lieber Gott, wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Reykjavik 12 Tage und das schaffen wir nicht. Das heißt auf jeden Fall einmal Speed erhöhen. Doch, habe ich doch gesagt, schaffe ich doch jetzt, oder? Moment. Das erhöhe ich jetzt einfach mal. Ach, immer diese Terminfrachten. Oder war das jetzt da oben irgendwo? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder war es jetzt da? Wir fahren jetzt erstmal bis dahin und dann schauen wir mal, ob wir das da... Also, wir legen wieder manuell ab. So gehört sich das auch. Immer schön manuell, bis wir die Kohle haben und diesen Schritt überspringen können. So, dann einmal würde ich sagen, bitte nach vorne. Der Dings hat uns gedreht. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett falsch, weil wir müssen natürlich auch die Häfen freischalten. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. So. Nichtsdestotrotz, wir haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung und geben Vollgas. Aber wir dürfen nicht zu sehr schleudern, weil das bremst uns wieder ab. Und wir wollen nichts zum Rollen kommen. Und hier fährt unser schöner Seekontainer. Mit Kräne, wo wir selbst beladen können. Das ist immer gut, da kommen wir nämlich schneller weg. So, wir sind raus aus dem Hafen. Sehr schön. Auf dem Weltmeer. So, und dann fahren wir mal, ne, würde ich sagen. Rotterdam, Hamburg, St. Petersburg. Haben wir dann hier noch alles. Was? Chef, Ihre Flotte ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Unter 60% des Schiffes mittlerweile im letzten Monat. Ja, okay. Ich weiß, ich muss irgendwie gucken, dass ich das repariere. Wir haben sie sogar wegen einer Zollkontrolle angehalten. Ja, okay, dann machen wir das mal. Ja, dürfte mich kontrollieren. So, die C-Cube ist angekommen. Werde ich jetzt hier meine Dings los oder nicht? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo ich jetzt hin musste. Ich habe es wieder verpennt. Ja. Wir knallen erstmal wieder in den Hafen rein. So, dann drehen wir uns schon mal vorzeitig, aber gehen schon mal ein bisschen vom Gas runter, sonst schleudern wir echt zu sehr. Seht ihr das? Das ist schon kacke, was ich hier mache. Was? Ich krieg hier gar nichts mehr gedreht. Oh, da kommt ein anderer Containerschiff. Na, hupen wir mal. Er hat angehalten, sehr schön. So, er musste warten. Auch nicht selbstverständlich, dass die Kollegen da warten. So, ich gehe mal runter vom Gas und drehen uns die Kamera ein bisschen. Ich meine, mussten wir jetzt hier hin oder nicht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, mal runter auf einen Knoten. Wenn wir jetzt natürlich jetzt hier falsch sind, dann haben wir die Arschkarte mit unserer scheiß Terminfracht. Und reparieren müssen wir jetzt auch langsamer. Na komm, ein bisschen.
So. So, wir sind hier am falschen Hafen. Wir sind am falschen Hafen, meine Freunde. Wir sind nämlich immer noch nicht beladen. Das heißt, wir können aber hier auftanken. Das ist auch viel Geld. Wir tanken hier nochmal bei eben. So. Ich muss zurück. Wo müssen wir denn hin, Mann? Verdammt. Weltkarte. Da oben müssen wir hin. Ach du Scheiße, sind wir ja komplett falsch gefahren. Ja, das schaffen wir ja niemals mehr. Ich hätte schwören können, wir müssen wieder zurück nach Stockholm, nach Schweden. Ja, dann haben wir die Arschkarte. Dann haben wir unsere erste Kohle schon versemmelt. Und ja, was sollen wir machen? Ich lege hier wieder ab, ablegen. Und ich würde gerne da oben hin. Was, habe ich nicht genug Treibstoff? Das habe ich schon gedacht, okay. Also, das war ein ganz kompletter Fehler von uns. Man sollte auch die Karte kennen. Dann werden wir jetzt hier nochmal tanken. Wir müssen hier tanken. Wo kann ich hier tanken jetzt nochmal? Mann, ich will tanken. Jetzt kann ich gar nicht mehr tanken, oder was? Doch, tanken. Also, wir machen den Karren voll. So, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt bis wir da oben hinkommen. 17 Tage, wir müssen Vollgas geben. 9 Tage, minus 1 Tag, also das heißt, unsere Terminfracht werden wir schon minus bekommen. Aber ja gut, okay, da können wir nichts dran machen. Also ablegen manuell und ab dafür. Dann haben wir unseren ersten Auftrag verbockt. Wir haben ihn richtig verbockt, meine Freunde. Weil ich gedacht hatte, wir müssen jetzt zurück nach Schweden, aber dabei müssen wir ja nach Reykjavik, habe ich gerade gesehen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz große Kacke. Schiffshorn-Battle. Auf den ganzen AIDAs und so gibt es ja so Cruise-Battles, so Crew-Battles, ne? Habt ihr die schon mal mitgemacht? Wenn man denn da vor St. Martin oder wo steht. Achtung, sie haben freigegebene Route verlassen. Kehren sie um, ja, ich will ja zurückkehren, aber ich brauche erstmal Speed. Da gibt es so Crew-Battles. Und dann macht man, oder Party-Battles nennt man das auch. Dann battlen sich die Reiseschiffe. Oh, hier, der steht aber noch. Ja, wir haben natürlich jetzt totalen Murks gebaut, weil wir nicht aufgepasst haben. Also eine Terminfracht ist jetzt im Arsch. Wir werden jetzt richtig Kohle nachzahlen müssen, aber richtig Kohle. Das ist natürlich Kacke. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss, meine Freunde, und sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage tschüss, ciao und baba.